Ja, Joe, es wäre alles angerichtet gewesen für einen tollen Europacup-Abend. Was ist denn heute passiert? Ja, ich glaube, das ist so kurz nach dem Spiel schwer zu erklären. Es war, glaube ich, ein Wechselbad der Gefühle. Jedes Mal mit dem Anschlusstreffer dann wieder der da und ja. Zu schade, dass wir das dann einfach nicht verteidigen und, dass das Spiel weitergeht, aber ja, sind wir enttäuscht. Wie war denn diese Schlussphase da jetzt? Du hast es schon angesprochen, ja, mit diesem zuerst Anschlusstreffer, dann wieder der Gegentreffer, wieder für euch der Treffer und dann der K.O.-Schlag in der Nachspielzeit und schon lange in der Nachspielzeit. Ja, es tut natürlich weh. Wir haben Moral gezeigt, sage ich jetzt einmal, als Mannschaft und einmal weniger dann den Anschlusstreffer und dann kriegst du wieder das Tor und musst wieder aufstehen und wieder weiterarbeiten. Das tut halt dann extremst weh, so kurz nach dem Spiel. Habt ihr immer dran geglaubt? Wir haben definitiv immer dran geglaubt, ja, das hat man, glaube ich, gesehen und da muss ich auch ein großes Kompliment aussprechen. Ich glaube, wir haben wirklich nicht aufgegeben heute und ich glaube, wir können schon stolz sein auf uns, auch wenn es jetzt sehr weh tut. Reden wir trotzdem nur 5 Gegentore, darf oder sollte in so einem Spiel dann eigentlich auch nicht passieren? Ne? Nein, absolut nicht. Müssen wir uns anschauen und es sollte definitiv nicht passieren in so einem wichtigen Spiel. Ja, jetzt bleibt euch die Meisterschaft und der Cup. Am Sonntag geht es weiter gegen WRC. Ja, es tut weh, wenn man ausschaut aus so einem Bewerb. Wir wollten eigentlich so lange wie möglich dabei bleiben und die Doppelbelastung bzw. die Dreifachbelastung einfach haben. Haben wir jetzt leider nicht geschafft und ja, nichtsdestotrotz heißt es jetzt in der Meisterschaft weiter Gas geben und angreifen einfach.